Mission 4 gibt euch die Aufgabe, eine Wikinger-Siedlung zu retten, die vom dunklen Volk bedroht wird. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr euch zusätzlich einer Siedlung der Mayas stellen. Erinnert ihr euch noch an die Piraten aus Mission 9? Das sind genau die. Diese Karte sieht auf den ersten Blick schwerer aus, als sie ist. Das Missionsziel suggeriert ein unsichtbares Zeitlimit, aber ihr müsst euch keine Sorgen um die Wikinger machen. Es gibt genau einen gezielten Angriff des dunklen Volkes auf sie, nach 60 Minuten, und zu dem Zeitpunkt sind die Wikinger stark genug, um sich zu verteidigen. Ihr selbst seid auch nicht in echter Gefahr. Auf leicht sollten die Mayas euch gar nicht angreifen und auf normal sind sie defensiv eingestellt. Selbst wenn, haben sie auf beiden Schwierigkeitsstufen eine Angriffsverzögerung von 2 Stunden. Und auch wenn die Missionsbeschreibung was anderes sagt, sind die Mayas und das dunkle Volk nicht miteinander verbündet. Eure beiden Gegner werden sich also gegenseitig schaden. Der Berg im Westen enthält Kohle, Eisen und Stein. Gold und weitere Erze findet ihr in den Bergen im Osten. Im Norden gibt es einen großen Turm der Mayas, an dem regelmäßig Verstärkung landet, bis er erobert oder zerstört wurde. Da wir nicht mit einem Angriff rechnen müssen, ist der Aufbau ziemlich entspannt. Strebt Level 3 Soldaten und eine kleine Mana-Produktion an, damit wir am Ende den Tempeltrick anwenden können. Da wir nicht wirklich verteidigen müssen, könnt ihr das Soldatenverhältnis zunächst bei 50-50 lassen und später Schwertkämpfer priorisieren. Sobald ihr euch zutraut, den Gegenangriff der Mayas standzuhalten, kümmert euch um den großen Turm. Bis dahin solltet ihr euer Gebiet ausdehnen, bis es an das der Mayas grenzt. Aufgrund der regelmäßigen Gefechte mit den Wikinger und den Mayas wird das dunkle Volk nie besonders stark, daher sollte es vor allem mit dem Tempeltrick kein Problem darstellen. Sobald sowohl die Mayas als auch das dunkle Volk besiegt wurden, steht euch die letzte Mission der Kampagne offen.